Und wenn ich das richtig sehe, geht es auch gleich weiter mit so einer Art Cloud-Vertriebsthema. Nadine. Oh, ich muss gucken. Ja. Wie ist denn das jetzt mit dem Nachnamen? Schneider, oder? Die Nadine Habel. Habel, ah, genau falsch rum wieder. Also jedes Fettnäpfchen, also das an diesem Tag verfügbar ist, habe ich doch am Start. Ja? Wir müssen auf jeden Fall viel nachbereiten oder nachschneiden hier. Da wird überhaupt nichts geschnitten. Ich habe vorhin schon, es gibt sozusagen eine Feierei-Element, nenne ich das jetzt mal. Wir kommen da später noch drauf zurück. Ein Feierei-Element zu 10 Jahren Tools for Agile Teams. Und vorhin kam sozusagen hier unsere Kollegin zu mir und sagte, ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Das läuft nicht genauso, wie wir uns das vorstellen mit dem Feierei-Element. Das lassen wir dann raus. Ist ja nix. Das kommt mit auf die Bühne. Wir nehmen alles, was vorbereitet ist. Ja? Und insofern in der Live-Aufzeichnung bleiben auch sämtliche meiner Glitches darin. Ich verspreche euch, wie das so ist im agilen Umfeld und den iterativen Vorgehen, ich versuche besser zu werden. Also ich bin bemüht und ich stelle zum Beispiel fest, dass es absolut sinnvoll ist, sich hier diese Agenda vorher mal durchzulesen, damit man weiß, was man so anmoderiert. Da gibt es 2 Reaktionen drauf. Das eine ist, ich kann mich besser vorbereiten. Aber wir haben ja jetzt zum Beispiel gestern auch schon die Situation gehabt, dass sich 2 gut vorbereitete Kolleginnen und Kollegen damit auseinandergesetzt haben. Ja. Und die waren, ich habe jetzt ja die Aufnahme noch nicht gesehen, aber die waren vermutlich seicht unterwegs. Nicht so schlingernd wie wir zwei hier. Ja, ich habe das gestern geguckt und das war wirklich sehr angenehm, professionell. Besser als wir. Ich fürchte. Aber Gott. Also wir brauchen halt einfach noch ein paar Iterationen. Das hier ist eher so ein MVP, was wir hier abfüllen. Aber meinst du, es wird besser? Es wird sicher, ja klar. Also ich sag mal, bei der 20. Tools brauchen wir gar keinen Computer mehr. Da lassen die uns nicht mehr. Wir dürfen ja nicht mehr sitzen bei der 20. Tools. Da kommen wir keine 20 Meter an dieses Studio mehr ran. Ja, genau. Tut uns leid. Aber eine Sache, die ich auch gelernt habe, ist vielleicht, also jetzt heute im Laufe des Tages muss ich einfach mal unterbrechen. Das mache ich jetzt, weil unser Gast wartet. Ja. So, und deswegen freue ich mich, Hallo zu sagen. Hallo Nadine. Hast du mitbekommen, was wir hier die letzten 5 Minuten palabert haben? Hallo Björn, hallo Martin. Ja, natürlich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Martin, das mit der Namensänderung ist jetzt ja schon über 3 Jahre her. Deswegen hat mich das jetzt ein bisschen überrascht, dass das jetzt kommt und dann auch noch mit dem falschen alten Nachnamen. Aber ist in Ordnung. Genau. Ich bin gar nicht da. Genau. Der Björn macht die Moderation. Beachte den Martin gar nicht. Der wird auch gar nicht mehr eingeblendet die nächsten 5 Minuten. Wir unterhalten uns jetzt über Lizenzen und Cloud. Die Nadine ist bei uns im Customer Success Team und hat ansonsten sehr, sehr hohe Expertise im Thema Lizenzen und auch im Cloud Thema und deswegen freue ich mich, dass wir darüber sprechen können. Nadine, sag doch mal, warum ist es für Kunden wichtig, sich genau jetzt mit ihrer Lizenzsituation auseinanderzusetzen? Naja, zum einen ist es jetzt ja gut 1 Jahr her, dass Atlassian angekündigt hat, dass die Serverprodukte abgekündigt werden. Das heißt, das Jahr 2024 ist ein ganzes Stück näher gerückt. Und zum anderen erreichen wir jetzt im Februar noch einen weiteren Punkt, nämlich, dass ab dem Zeitpunkt dann keine Upgrades der Serverlizenz mehr möglich sein werden. Das heißt, wenn ihr schon wisst im Unternehmen, es könnte sich eine Nutzerveränderung ergeben, dann sollte man sich auf jeden Fall mit dem Thema jetzt auseinandersetzen, wissen, ob man vielleicht vorab jetzt noch ein Server-Upgrade macht oder sich die Cloud oder Datacenter schon mal anschauen, weil wenn man im Juni ein Upgrade machen möchte und sich erst im Mai damit beschäftigt, ist das Ganze natürlich ein bisschen knapp. Ja. Ja klar, also natürlich wäre es super, jetzt in die Cloud zu wechseln, aber für alle, die das noch nicht wollen, die müssen dann quasi vor Februar noch ihre Nutzeranzahl erhöhen. Das ist jetzt Februar 22, vielleicht können wir nochmal irgendwie einen Schritt weitergehen und sagen, was ist denn Februar 23? Gibt es auch noch so einen Cut, oder? Wo das was auch mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben? Genau, also ab Februar 23 werden dann keine App-Käufe mehr möglich sein. Das heißt,
Es gibt eigentlich keine Veränderung mehr am Lizenz-Setup ab dem Zeitpunkt. Es können keine neuen Funktionen mehr über weitere Apps hinzugefügt werden. Das kommt dann im Folgejahr, genau. Ja, also alles für Serverprodukte, wie eben gesagt. Genau. Wie ist das denn jetzt, wenn ich Lizenzkunde bin oder Atlassian-Lizenzen habe? Vielleicht bin ich gar kein Cyber-Media-Kunde, aber könnte es vielleicht werden. Wie unterstützen wir bei Cyber-Media denn die Kunden dabei herauszufinden, was ein gutes Lizenz-Setup wäre, was perspektivisch und strategisch eine gute Entscheidung wäre? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? In erster Linie funktioniert das im ersten Schritt natürlich mal über Beratung. Wir haben sehr viele Leute im Unternehmen mittlerweile, die sich sehr gut auch mit dem Thema Cloud auskennen, aber natürlich auch mit dem Thema Data Center. Das heißt, wir würden uns mit dem Kunden zusammen erstmal anschauen, was haben Sie denn überhaupt für ein Lizenz-Setup? Wie groß ist die Instanz? All solche Dinge sind wichtig zu beachten, um zu schauen, wie kann es überhaupt weitergehen? Ein Kunde, der beispielsweise 50.000 User auf einer Instanz hat, der wird jetzt nicht in die Cloud wechseln können, weil das Stand heute einfach noch nicht möglich ist und würde sich eventuell eher dafür entscheiden, erst nochmal auf, naja, das App-Server ist relativ unwahrscheinlich, wahrscheinlich hat er schon eine Data-Center-Lizenz, da würde er wahrscheinlich erstmal bleiben und warten, wie sich das Ganze entwickelt. Atlassian ist da dran, das Thema auch für die Cloud weiterzuentwickeln, dass mehr User da drauf kommen. Wir würden auch schauen, wie sich das kostenseitig entwickelt für den Kunden. Es gibt relativ viele Discounts, die der Kunde in Anspruch nehmen kann, je nachdem, wann er wechselt. Die fallen unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus, diese Discounts. Das ist ein bisschen komplexer, dann unter Umständen da direkt durchzublicken. Das heißt, das würden wir uns auch genau mit dem Kunden anschauen und dann sehen, was für ihn in Frage kommt. Da spielen natürlich auch so Dinge mit rein. Was für Sicherheitsanforderungen hat der Kunde? All solche Themen spielen da natürlich mit rein. Ja, und mit Discounts hast du was gesagt, ne? Also wenn ich von Server ab einer gewissen Instanzgröße wechsle auf Cloud oder auch Datacenter, ist glaube ich noch bis Mitte nächsten Jahres den Discount, ne? Das muss man glaube ich auch wissen. Das ist also jetzt nicht mehr unbefristet. Teilweise. Also ist bis Mitte nächsten Jahres noch verfügbar für Datacenter. Und für die Cloud geht das sogar noch das eine Jahr weiter. Also das heißt, jetzt bis Juni kann man noch Discounts bekommen und dann im Folgejahr sogar auch nochmal. Okay, ja, also auf jeden Fall auch eine relevante Information. Und aber was man da auch raushört, es macht schon Sinn, sich mal mit der Nadine und dem Team zu unterhalten und sich sozusagen die individuelle Situation anzugucken. Wenn ich das richtig sehe, habt ihr da inzwischen intern schon so eine ganze Reihe von Tools entwickelt, mit denen ihr sozusagen dann die Situation des Kunden modellieren und unterschiedliche Szenarien abbilden könnt, gell? Genau, also kostenseitig können wir das relativ schnell und unkompliziert mittlerweile machen. Was dann natürlich solche Sachen angeht, wie zu schauen, ist der Kunde kompatibel für die Cloud? Ist das Setup seiner Lizenzen kompatibel dafür? Dafür führen wir speziell Cloud Assessments durch. Das machen Kollegen aus dem Vertrieb. Das machen wir in der Kundenbetreuung. Und dann, also wenn es weitergeht, natürlich auch die Consultants. Was kommt denn da raus bei so einem Cloud Assessment? Also im einfachsten Fall, sagen wir mal, du hast keine Apps, dann sagen wir ja, kein Problem. Weiter fertigstellen, hatten wir vorhin schon mal. Also kannst du quasi einfach in die Cloud wechseln. Was für andere Ergebnisse hast du da jetzt schon gesehen? Es gibt natürlich Kunden, die sehr viele Apps im Einsatz haben, die sehr komplexe Infrastruktur haben, sehr komplexe Systeme und Anwendungsfälle. Für die ist es natürlich nicht so einfach, jetzt in die Cloud zu wechseln. Allerdings muss man auch da sagen, da hat sich viel getan. Es gibt mittlerweile mehr Apps, die in der Cloud verfügbar sind. Das war stand vor einem Jahr noch nicht so weit, muss man sagen. Mittlerweile haben da sehr viel mehr Hersteller nachgezogen, auch ihre Apps für die Cloud anzubieten. Viele App-Hersteller bieten mittlerweile auch gute Migrationspfade an. Also da entwickelt sich einiges, aber natürlich gibt es Kunden, die tun sich schwerer, gerade Kunden mit größeren Instanzen und mit sehr vielen Apps. Was würdest du jetzt Kunden empfehlen, zu tun? Wie gehe ich das an, das Thema? Was für eine Vorlaufzeit ist da sinnvoll? Wie viel Zeit muss ich da investieren? Also man sollte sich möglichst früh informieren. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Am besten kann man gerne dazu direkt einen Termin mit uns vereinbaren. Wenn ein Kunde bei uns einen Kundenbetreuer hat, natürlich gerne mit uns direkt oder mit unserem Cloud-Team. Das ist natürlich auch möglich. Die Vorlaufzeit,
Das ist eine sehr gute Frage. Es kommt natürlich immer darauf an, wie lange so eine Migration dauert. Das kann sehr lange sein. Prinzipiell bietet Atlassian die Migration Trials an für Kunden, die noch analog zur verbleibenden Serverlaufzeit sind. Also das sollte man auch frühestmöglich nutzen, um sich das vielleicht schon mal anzuschauen, ob das in Frage kommt und das Ganze zu testen. Ein Monat ist wahrscheinlich ein bisschen knapp, um sich das Ganze anzuschauen. Also einen Vorlauf von 6 Monaten sollte man vielleicht schon mitbringen. Ich denke, was man jedem empfehlen kann, ist, man kann sich ja einfach so eine kostenfreie 10-User-Instanz mal klicken. Aus Confluence oder Jira oder anderen Tools, die Atlassian da hat, und kann in dem Umfeld einfach schon mal so ein paar erste Erfahrungen mit der Cloud sammeln. Selbst wenn ich jetzt ein 50.000-User-System mit einem riesengroßen Assortiment an Erweiterungen habe, lohnt es sich vermutlich trotzdem, sich jetzt einfach schon mal quasi mit dieser neuen Technologie auseinanderzusetzen und ein paar Erfahrungen zu sammeln, um selber aus erster Hand sagen zu können, okay, weiß ich nicht, bei einigen Apps ist es vermutlich auch so, dass man sagen kann, na gut, bisher dachten wir, das sei unverzichtbar, aber eigentlich können wir es vielleicht auch einfach über Bord werfen und dann hast du unglaublich viel Migrationsprobleme auch abgeworfen und nicht mehr. Ne? Genau, also das, das war keine Frage, das habe ich wieder schlecht gemacht. Ja. Das machen tatsächlich auch viele Kunden, dass sie einmal durchschauen, was brauchen wir denn wirklich an Apps? Was ist wirklich unverzichtbar für uns und was können wir rauswerfen? Also Systeme werden dadurch auch mal ordentlich entschlackt, wenn man so ein Assessment macht und dann schaut, was man wirklich braucht und was einfach überflüssig ist und nur noch da ist, weil man es halt seit Jahren mit sich rumschleppt. Und in der Cloud gibt es ja dann auch neue Apps, die man dann, wenn man dann so schlank geworden ist, dann kann man sich ganz neue Sachen draufsatteln, ja, die es vorher noch nicht gab. Was mir da gut gefällt, ist, dass es halt ganz viele so, also kleine Sachen auch gibt, die trotzdem ziemlich praktisch sind. Teilweise auch noch kostenfrei und aber ansonsten halt, sagen wir mal, recht kostengünstig, die man, naja, da auch noch ein bisschen risikoloser auch einfach ausprobieren kann. Wobei man auch offen sagen muss, ich weiß nicht, inwieweit das in euren Gesprächen mit den Kunden zutage kommt. Diese Apps sind tendenziell auch ein Problem, das datenschutztechnisch halt berücksichtigt werden muss. Gell? Also wenn dann da jemand einen Server irgendwo in Amerika betreibt und ich aber eigentlich in der Atlassian-Instanz gesagt habe, alle meine Daten sollen in Deutschland sein, dann werden die App-Daten natürlich trotzdem in Amerika. Auch da können wir euch mit Sicherheit helfen und sozusagen rausfinden, welche Apps da unproblematisch sind und so weiter. Gut. Ja, alles klar. Ich würde sagen, Nadine, gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss loswerden möchtest? Oder sind wir jetzt mit allem soweit durchgekommen? Eigentlich sind wir mit allem durch. Aber was vielleicht immer wichtig ist zu wissen, Atlassian liebt die Cloud. Sie stecken alle Zeit und Geld momentan da rein. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick darauf zu werfen und das Ganze mal anzuschauen. Ja. Cool. Danke, dass du da warst, Nadine. Vielen Dank, Nadine. Danke euch. Tschüss. Ciao.